Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Paul Zipser bestritt in Israel sein 31. Spiel für die deutsche Nationalmannschaft. Urheberrecht Getty Images München. Bundestrainer Henrik Grödel kann aufatmen. Der angeschlagene Nationalspieler Paul Zipser wird nur für das WM-Qualifikationsspiel gegen Griechenland ausfallen. Paul Zipser hat sich im WM-Qualifikationsspiel in Israel nicht schwerer verletzt, fällt für das entscheidende Duell um den Gruppensieg aber aus. Das gab der Deutsche Basketballbund am Samstag bekannt. Nähere Untersuchungen hätten keine strukturellen Schädigungen ergeben. Zipser war am Donnerstag bei der 77-81 Niederlage in Tel Aviv mit seinem vorbelasteten linken Fuß umgeknickt. Gegen Griechenland nicht dabei. Im Gipfel gegen Griechenland wird der NBA-erfahrene Flügelspieler Zipser am Sonntag in Bamberg nicht zum Einsatz kommen. Die Entscheidung ist laut DBB eine Sicherheitsmaßnahme. Zipser hatte gegen Israel sein Comeback im Nationalteam nach gut 2,5 Jahren Pause gegeben. Für die DBB-Auswahl geht es im letzten Qualifikationsspiel gegen die Griechen um Platz 1 in der Gruppe L. Für einen perfekten Abschluss muss die Nationalmannschaft den Rückstand aus der 84-92 Niederlage aus dem Hinspiel aufholen. Das Ticket für die WM hat das Team von Bundestrainer Henrik Grödel schon sicher. Das Aufgebot für das Griechenlandspiel ist mit Akpinar, Ratio Farm Ulm, Danilo Bartel, Maudolo, beide Bayern München, Bastian Dorrit, Andreas Seifert, beide Medi Bayreuth, Nils Giffey, Yoshiko Saibu, Johannes Thiemann, alle Alba Berlin, Andreas Obst, Monbus Obradoiro, Spanien, Christian Senkfelder, Basketball Löwen Braunschweig, Carsten Tada, Ewe Basket Zoldenburg, Mike Zirbis, Roter Stern Belgrad.